Es geht dabei dann um medizinisches Training, sprich
dass die Tiere zum einen an die Skitter reinkommen, dass sie sich an ein paar verschiedensten Sachen anpassen lassen, dass sie sich auch mal hinlegen und dass sie das Maul öffnen, dass man Blut abnehmen kann, dass man an den Zehen feilen kann. Und genau das hat eben einen den Hintergrund, dass bei einer tierärztlichen Untersuchung die Tiere eben nicht in Narkose direkt gelegt werden müssen, weil das natürlich vermieden werden sollte, weil da eben ein gewisses Risiko mitkommt. Und stattdessen trainiert man die Tiere eben regelmäßig, dass sie die Sachen eben gewohnt sind, dass es wieder normal ist und man das einfach machen kann. Genau, und ansonsten zur Kommunikation der Elefanten. Man kennt es ja klassischerweise, dass sie Kröten machen. Sie haben tatsächlich noch ein deutlich größeres Spektrum an Geräuschen, die sie eben machen können. Und da eben sind dann eben auch einige Lautbereiche, die deutlich tiefer sind als das, was wir wahrnehmen können, und eben auch höher und alles dazwischen. Also es ist nicht nur dieses klassische Kröten, das man so kennt und das man den Kindern immer beibringt. Es geht noch deutlich weiter und eben auch in Schallebene, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können, beziehungsweise eben nur mit den Geräten dann. Genau. Und ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, glaube ich. Die machen